So, da sind wir mal wieder zurück mit einem ganz anderen Video und ihr seht richtig, ja, da steht Kreativmodus, ja, genau da gehen wir jetzt auch rein. Und worum geht's? Ihr habt es bestimmt schon am Titel gesehen und am Thumbnail. Wir machen diese Love Island-Geschichte. Wir gucken einfach mal, ob wir es schaffen, die Punkte da zu knacken. Der Highscore vom ersten Platz ist 5000 noch was, der zweite auch, aber der dritte hat 2300. Also die habe ich jetzt schon mehrmals geknackt. Eben hatte ich eine Runde mit 3000. Ich vermute mal, dass ich so eine relativ gute Taktik rausgefunden habe. Ah ja, Kreativmodus wieder voll am Start. Danke Epic an der Stelle. So, wo finden wir das Ganze? Genau, wir finden das Ganze hier oben links. Ich habe da so ein bisschen meine eigene Taktik rausgefunden, würde ich sagen. Ob ihr eventuell schneller seid oder besser seid, müssen wir dann einfach mal rausfinden. Also hier steht ja, der erste Platz hat 5,5, der zweite 5,3, der dritte hat 2300 Punkte. Highscore ist aber vom 7.2. Vielleicht sieht der Creator mein Video und wird dann eventuell die Punktzahl aktualisieren, wenn wir natürlich auch die 2300 schaffen. Aber im Prinzip habe ich sie jetzt jede Runde mindestens einmal geschafft. Also ich eigentlich habe ich sie immer geknackt. Ich habe so ein paar Sachen mal ausprobiert, aber geschafft habe ich den Highscore eigentlich immer, also den Drittplatzierten. Und wir können jetzt einfach mal gucken, wie ich das mache. Wenn ihr bessere Vorschläge habt, schreibt es wie gesagt in die Kommentare. Vergesst nicht, aufs Video ein Like da zu lassen, würde mich natürlich supporten. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein. Ich bin am Anfang immer gerade ausgesprungen, aber inzwischen hole ich mir hier immer direkt mal die AR. Die Münzen lasse ich außen vor. Warum? Weil ganz ehrlich, also in meinen Augen, man verschwendet einfach zu viel Zeit. Und wenn man Zeit verschwendet, ist hier definitiv nicht so gut. Ihr werdet auch gleich ruckzuck merken, warum ich das so sage. So. Die ersten 190 Punkte sind da. Ich spiele eigentlich nur mit der AR. Und dann habe ich eben in der letzten Runde gesehen, hier ist noch eine Pump drin. Und versucht halt wirklich die Kleinen mitzunehmen, weil die Großen, die geben zwar mehr Punkte, aber ihr werdet gleich schon sehen, wenn wir ein bisschen weiter sind, dass ich generell ein bisschen anders spiele. Ihr seht schon, ich habe jetzt schon 500 Punkte. So, dann weiß ich, dass da hinten noch ein Spawnpunkt ist. Wie gesagt, die Münzen lasse ich komplett außen vor. Wo ist der Spawnpunkt? Hier. Mir geht es halt wirklich nur darum, die Kills zu machen. Weil mit den Münzen sammeln ist alles schön und gut, aber du verschwendest mehr Zeit mit Münzen sammeln als mit allem anderen. So, hier erstmal 2,5 Schaden. Dann kommen aber natürlich auch die Großen. So, jetzt dürfen wir noch nicht sterben hier an der Ecke. Wie gesagt, auch mit Leben. Ich hole mir keinen Blue Life oder sonstiges, da man einfach sowieso regeneriert. Den Fehler habe ich nämlich ganz am Anfang auch gemacht. Wie ihr seht, wir haben jetzt 1500 Leben. Geht also easy klar. So, den ersten Großen werden wir definitiv wegkriegen. Das Problem ist, die rennen nicht konstant hintereinander. Das ist halt das Einzige, was mich ein bisschen stört. Weil dadurch haben wir das Problem, dass nämlich die Großen, die vermischen sich dann. Also du kannst nicht erst einen Großen kaputt machen, dann den zweiten. Wie ihr seht, ich lasse den Großen erstmal komplett in Ruhe, sondern mache wirklich nur das Kleinzeug dahinter weg. Weil ich finde einfach, wie ihr seht ja jetzt schon, wir haben jetzt schon 1200 Punkte nach 2,5 Minuten. Und der dritte hatte. Oh nein, 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 das hier darf nicht passieren. Und der dritte hatte 2300 Punkte. Also wir haben schon jetzt mehr als die Hälfte geschafft. Hier hole ich nicht den 2.500 Schaden, weil wir da die Großen einfach dann noch dazu gespawnt bekommen und die kann ich echt nicht gebrauchen. So. Zack, 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 zack. Immer Munition. Ihr müsst euch heute irgendwie so eine leichte Route einbauen, so dass ihr immer Munition habt. Und dann gehe ich halt immer so rückwärts, da beim Nachladen wieder 3 Schritte vorwärts. Hier die Kleinen mitnehmen und ihr seht schon, wir haben jetzt schon 1600 Punkte. Also sieht eigentlich ganz gut aus, die Runde bis jetzt. Ich hoffe halt nur, dass wir noch mehr als eben hatten, weil eben hatte ich wie gesagt 2000, nee, 3300.
aber natürlich nicht in der Aufnahme, man kennt es. Zack, 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 zack. Uah, nein, 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 das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Wenn die von hinten dabei kommen, das ist wirklich nicht gut. Weil Respawn kostet natürlich richtig Zeit hier. Ihr seht, ich lasse die Großen komplett außen vor. Ich hole mir nur die Lilanen. 2-2 haben wir jetzt. So, jetzt muss man doch ein bisschen... Ja, ja. Hier kommt von vorne wieder die anderen. Ja, bam, bam, bam. Munition habe ich auch noch genug. So, jetzt wieder weiter. Wie viel Munition habe ich noch? Oh, 93 Schuss nur noch. Ein bisschen Pump-Munition mit. So, hier weiß ich, dass hier immer Munition ist. Ja, den einen großen werden wir noch haben. So, jetzt haben wir schon 2500. Also Top 3 wären wir eigentlich schon. Aber... ich weiß nicht, ob der... man muss halt das Video anreichen oder man muss halt in die Kommentare unter dem Video bei dem schreiben. Aber ich wollte halt, wie gesagt, erstmal das Video fertig machen. Und wie gesagt, das hier finde ich persönlich ist die effektivste Lösung. Ah, ba, 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 nein, nein, nicht da einkeilen. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg, 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 weg. So, jetzt müssen wir wieder ein paar Kills machen. Gucken, dass wir die in der zweiten Reihe, wie ihr gesehen habt, ein bisschen Leben habe ich jetzt bekommen. Ich muss aufpassen, ich darf nicht sterben. Wir jetzt ganz schlecht. 2-7 haben wir jetzt. Haben wir hier irgendwo einen Fisch da hinten? Fisch, 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 Fisch. Jetzt gehe ich da auf Nummer sicher. Wie ihr seht, das ist also der Zeitpunkt, da hätte ich deutlich mehr Schaden noch machen können und auch Kills. Ja, wie ihr seht, der Große ist halt echt nervig jetzt hier vorne, weil er mir die ganze Sicht auf die anderen wegholt. Halt echt mal die zwei großen, ey. Puh, anders nervig. Der Schuss geht schon mal weg. Ah, jetzt haben wir sie, glaube ich, ein bisschen getrennt. Nee. Aber der ist weg, der ist weg. Jetzt haben wir noch einen großen. 3000 Punkte haben wir. 45 Sekunden haben wir noch. Ich sage, die 3000 sind easy machbar. Hier wieder hoch. Ja, wir kennen das Ganze ein bisschen von Call of Duty im Zombie-Modus. So, jetzt haben wir... ah, ich glaube, das ist sogar echt mein persönlicher Rekord jetzt. Ja, 22 Sekunden. Also, aber wie gesagt, hätte das eben besser gelaufen. Kann man die 3-5 noch hin? Gerade eine Kurve, dass man hier ein bisschen easy 3-5 geschafft. So geil. So, wie ihr gesehen habt, 3500 Punkte. 3500. Der erste hat 5-6. Aber der dritte hat halt, wie gesagt, nur 2300. Also in meinen Augen müsste ich unter den Top 3 sein. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Ihr seht es ja. Leider stehen wir da nicht, also, aber hier steht auch, mit Spaß haben, bla bla bla, von mehr Maps, bla bla bla. Und das Problem ist halt einfach, es zählt nicht. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, also wie gesagt, ich zeige euch schon mal gerade, wie ich vorgehe. Also so habe ich jede Runde begonnen, nachdem ich schon ein, zwei Runden gespielt habe. Also, weil für manche war es vielleicht ein bisschen zu schnell jetzt am Anfang. Wir gucken immer gerade rein. Wie gesagt, wie ihr gesehen habt, ich spiele nur mit zwei Waffen. Ich spiele nur mit der AR und der Pump. Und die Pump gibt es halt, wie gesagt, an zwei verschiedenen Stellen. Da könnt ihr einfach mal selbst ausprobieren, was ihr besser findet. Ich gehe nochmal gerade hier, direkt ist die AR. Zack. Dann haben wir hier das Haus. Jetzt hoffe ich, dass hier hinten Spawn kommt. Hier in dem Haus ist eine Pump. Und aber ich habe es auch schon mal probiert, aber wie ihr gesehen habt, ihr wart ja gerade live dabei, in Anführungszeichen, bei meinem neuen Rekord. Hier hinten ist auch noch eine Pump versteckt. Hier hinten.
Aber da müsst ihr einfach mal ein bisschen selber ausprobieren, was ihr persönlich so rausfindet. Und das ist halt natürlich Pech, wenn ihr direkt am Anfang einen Großen mit dabei habt. Also aus meiner Erfahrung könnt ihr die Runde eigentlich da schon neu starten. Wenn direkt ein Riese mit dabei ist, habt ihr halt echt ein Problem. Das Wichtigste ist halt einfach, ihr müsst für euch selber eine Route finden. Wie ihr seht, hier ist Munition. Und dass ihr immer so im Wechsel herum geht. Also ich kann wirklich nur selber sagen, nehmt die grüne AR, nehmt eine Pump, da seid ihr eigentlich auf einem sicheren Weg. Und wie ihr gesehen habt, ich habe nicht einmal Blue Life aufgesammelt. Gut, einmal die Fische, aber das war nur auf Nummer sicher zu gehen. Weil wir einfach drei Riesen hatten, die natürlich nicht so schnell umfallen. Und so werde ich halt das Ganze machen. Ich meine, ihr habt es jetzt gesehen, neuer Rekord. Wir gucken einfach mal, ob das Ganze irgendwie in der Map fixiert wird. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Euch viel Spaß auf jeden Fall beim Nachmachen. Und in dem Sinne, haut rein.